So, heute haben wir eine Übung für dich, Stefan, wo wir einmal deinen Hüftbeuger etwas dehnen. Du hast ja auch gesagt, dass dir beim Laufen, bei längeren Läufen oft nach ein paar Kilometern, nach wie viel ungefähr? 10. So nach 10 Kilometern, ja, der Hüftbeuger hier vorne so ein bisschen zumacht, dass du das Bein gar nicht mehr so weit nach hinten bringst. Da zeige ich dir jetzt eine coole Dehnungsübung, wo du noch den Rumpf auf jeden Fall so diagonal mitdehnen kannst, weil das hier alles wieder zusammenhängt. So eine Dehnung würde ich dir empfehlen, nach längeren Laufeinheiten oder generell nach Trainingseinheiten durchzuführen. Nicht davor, weil du sonst zu viel Spannung aus dem Muskel rausnimmst und dann kann der beim Laufen nicht mehr gescheit arbeiten. Genau. Du bleibst einmal so in dem Kniestand, wie du jetzt eh schon bist, stellst die rechte Hand einmal am Boden auf. Genau. Und jetzt versuchst du dir mit der linken Hand einmal das Bein hinten, das Sprunggelenk zu greifen. Jawohl, sehr, sehr gut. Und jetzt halt drehst du dich hier einmal nach oben auf, genau, schiebst hier den Po nach vorne und jetzt haben wir hier eine wunderbare Dehnung, einmal von der Schulter über die Rumpfmuskulatur bis nach unten in den Oberschenkel, genau, und schau, dass du dich hier richtig, richtig aufdehnst, genau, nach oben hinterher schaust. Mehr geht gar nicht. Und so eine Dehnung, die darf man ruhig circa 30 Sekunden halten und dann wieder lösen und dann nochmal so 30 Sekunden circa halten. Also nach langen Läufen wirklich den Hüftbeuger ganz, ganz, ganz gut dehnen. Ja. Atmen nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Nicht die Luft anhalten. Genau. Und, lächeln dabei. Man merkt, dass er das ein bisschen aufmacht. Ja, sehr schön. Genau. Kann auch hier mal ein bisschen so den Druck dosieren, mit dem Arm so leichten Zug drauf bringen oder den Po einfach noch ein Stückchen weiter nach vorne schieben. Jawohl. Sehr gut. Okay, deine 30 Sekunden sind rum. Kannst langsam den Fuß wieder loslassen. Genau, und jetzt merkst du auf jeden Fall, wie das hier vorne an der Hüfte schon mal gut durchblutet wird. Ja. Und hier ist es auch wieder wichtig, beide Seiten auf jeden Fall zu machen. Circa 30 Sekunden halten, genau, und dann die andere Seite auch. Genau, den Arm unten wieder aufstellen. Dann genau schauen, dass die Hose keine textile Sperre bringt. Genau, und jetzt drehst du wieder hier auch mit dem Oberkörper oben auf, zieh die Schulter nach hinten und schieb den Po hier nach vorne, damit wir hier vorne an die Hüfte eine schöne Dehnung bekommen. Genau, super Gesichtsausdruck, den Gesichtsausdruck zu nach. Es ist schon ein bisschen anstrengend, ja, sehr gut. Dehnung ruhig halten. Der ist einmal dezent verkürzt. Gut, sehr schön, wunderbar, perfekt. Ich glaube, das wird meine Lieblingsübung im Winter. Boah!